Mojo. Morgen. Heute sind wir unterwegs mit unserem Schoggi in der Hunsrück. Das Wetter passt. Es war knackig kalt draußen. Aber wir haben vor, eine Wanderung zu machen, eine kleine. 11 Kilometer. Und das Tanja erzählt noch ein bisschen was. Wir wollen die Klappei-Felsentour machen. Die liegt bei Laufersweiler. Ist ungefähr 9 Kilometer. Und hat 250 Höhenmeter in etwa. Wir haben knackig kalt, wir haben 0 Grad heute Morgen. Aber strahlender Sonnenschein. Und wir wollen einfach nur die Sonnenstrahlen empfangen, ne? Genau, Vitamin D-Tanke. Genau. Vielleicht habt ihr Lust, uns zu begleiten. Und was wir auch noch zeigen wollen, unser Wohnmobil hatte Platz geändert. Das ist jetzt nicht mehr mitten in der Scheibe. Tada! Auf der anderen Seite ist der Ingang. Schönes Örtchen, ne? Mhm. So, jetzt sind wir hier in Laufersweiler angekommen und dann starten wir hier unsere Wanderung. Da gehen wir mal gucken, da hinten ist ein Hinweisschild. Ne? Mhm. Ich glaube, da hinten auf der anderen Seite geht's rein. Ah ja, ich sehe schon. Da ist noch ein Infotafel. Da hinten geht's rein. Dann hier haben wir noch eine schöne Infotafel. Da rüber wir gerade drauf. Oh, nee, ne? Das da darf ich jetzt halt passen, oder? Sperrung der Traumschleife Kappleif-Felsentour. Oh nee. Guck mal, das ist ganz neu. Ja. Heute haben wir das 27.01. Da hätten sie ja können was schreiben, ne? Jetzt sind wir fast eine Stunde gefahren. Und das ist schon ein bisschen doof gelaufen, ja, jetzt, ne? Aber ich glaube, hier in der Nähe ist noch eine andere Tour. Die ist zwar ein bisschen weniger von den Kilometern. Jetzt haben wir das Büchlein nicht dabei. Ich rufe am besten nur Ines oder Uwe an. Ja, vom Kanal Salavanda. Genau. Vielleicht können die uns weiterhelfen. Ne? Genau, machen wir. Schade, schöner Ecken. Das Laufersweiler ist schon mal ein schöner Ort. Schöne Fachwerkhäuser. Wunderschön. Ja, da geht's dann ringen hier. Hallo Uwe, wir haben hier ein kleines Problem. So, das ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Wir wollten eigentlich die Kappelei-Felsentour laufen. Da sind wir jetzt angekommen und da war ein schönes großes Schild, dass diese gesperrt ist. Und das Schild haben sie hingestellt am 24.01. Wir haben heute 27.01. Wegen des Wetters ist alles gesperrt. Kann man nichts machen. Dunkel auf. Jetzt haben wir Plan B gemacht. Wir haben die Uwe und die Ines vom Kanal Salavanda angerufen. Und die haben auch das Traumschleifenbüchlein, in dem wir die Wanderung gefunden haben. Haben die gefragt, die sollen mal auf der nächsten Seite gucken. Da habe ich nämlich gestern zufälligerweise in der Nähe noch eine Wanderung gefunden. Und die haben uns dann jetzt Fotos geschickt. Dankeschön, ihr beiden. Danke. Und jetzt sind wir hier an der Karrenberg-Tour. Die hat nur 6 Kilometer. Was will man machen? Besser wie nochmal heimzufahren. Die laufen wir jetzt ab. Die ist angegeben auch mit 250 Höhenmeter. Und wir gucken jetzt mal, was auf uns zukommt. Wetter spielt mit, Sonnenschein. Jo. Ja, zur Info noch. Die Funkmikros streiken wieder an der Esmo Action 4. Das rote Videomic, das rangst auch bei der DJI Esmo Action 4. Ich kenne sie holle, kenne sie wieder die Wand klatsche. Ich habe langsam so einen Hals. Vielleicht können wir den Ton von eben noch mal kurz inblenden. Gut, also wir filmen jetzt die Wanderung mit dem internen Mikro von der DJI Esmo Action 4. So, und wenn das so weitergeht, dann steige ich irgendwann auf GoPro. Das ist das zum Ah, gut, gehen wir weiter. Ne? Genau. Das ist auch eine Traumschleife. Aber was uns jetzt hier erwartet, das wissen wir jetzt absolut nicht. Egal. Hauptsache raus bei dem schönen Wetter. Gut, hier sieht man das Höhenprofil, ne? Ja, hier steht 166. Ich habe gestern was gelesen von 250. Ist egal. Wie man sehen kann, ich habe mir hier Handwärmer gekauft. Mit denen bin ich ganz happy. Die kann man nämlich echt gebrauchen. Kriege ich ja noch? Ja, klar. Sind ja zwei. Wie man sehen kann, der Boden ist ein bisschen gefroren, aber da vorne kommen wir schon in die Sonne. Nach 300 Meter kommt schon das erste Pauseplätzchen. Wir haben beide so die Faxen dicke, dass wir gesagt haben, am besten essen wir unser Wiener, wo wir dabei haben, und trinken unser heißer Kakao, gell, Schatz? Das da wird, glaube ich, halt für mich nicht die schönste Wanderung von der Welt. Ich
ärgere mich jetzt immer noch über die Osmo Action 4. Das kann alles nicht wahr sein, das da. Nee, ist auch ein Witz. So. Aber das ziehen wir jetzt durch. Ja. Und wir müssen, glaube ich, hier ja, links. Noch. Nein, hier links, Schatz, guck mal. Aha. Der Pfeil zeigt nach links. Gut, dann schieß noch bei. Hein. Dann gehen wir vor, da das schmale Fädchen durch. Karrenberg zu. Ah, klappt man nix. Doch, doch, mach ich. Husch, vor mit dir. Ja, ich freue mich. Am nächsten Pausebänken sind wir auch schon wieder ankommen, ne? Ja. Wenn das so weitergeht, oh je. Aber jetzt gehen wir erstmal schön in der Sonne. Was hältst du davon? Nö, wir machen jetzt erstmal Pause, glaube ich. So will ich Pause machen? Ja, das ist heute eine Wanderung mit Hindernissen. Jetzt geht es im Rheinland noch nicht so gut. Die Nase geht schon wieder zu. Er fühlt sich nicht so richtig fit. Jetzt können wir eigentlich froh sein, dass wir jetzt auf die kleine Traumschleifenwanderung gekommen sind. Jo. Weil die 6 Kilometer, die reichen uns wohl. Ich fühle mich halt nicht. Tanja muss die Arbeit machen. Halt. Gucken, ob es was wird oder ob es was für die Tonne wird. Weiß ich nicht, Schatz. Wir sehen's. Jo. Wo gehen wir dann hin? Da runter geht's. Da runter. Ne? Okay, bis jetzt sind wir über Felder gelaufen. Was eigentlich gar nicht so verkehrt war, ne? In der Sonne. Hier im Schatten sieht man auch schön, dass die Bäume alles vereist sind. Ja, machen halt Winter, es ist noch bitterkalt. Die ersten Wildgänse kommen zurück. Ob man sie sehen kann? Keine Ahnung. Aber schön. Kilometer 1 geschafft. Schöne Aussicht. Rainer hat sich schon ein bisschen gemütlich gemacht. Ja, ich fühle mich, als würde ich schon Marathon gelaufen. Ja. Dann tank jetzt erstmal ein bisschen Sonne, ne? Bist heute voller Elan, ne? Voll. Du hast ganz schön Betrieb hier, ne? Ja. Die wollten bestimmt auch alle gerade die andere Wanderung gehen. Ja. Die wohl gesperrt ist. Richtig. Die holen uns auch gleich wieder. Pausebändchen, die kommen hier alle paar Meter. Klasse, Winke. Wer macht jetzt die Schuhe sauber? Oh, hat sich ausgeheilt, hat die Brücke. Jetzt kommen wir wieder in die Sonne rein. Der Weg geht hoch und runter. Meistens über freie Felder. Und jetzt haben wir so ein paar kleine, schmale Pfade. Nicht schlecht für einen Sonntagsmittagsspaziergang bis jetzt. Oh, ich kann schon nicht mehr. Nur bloß hoch. Ich glaube, ich brauche was zu essen. Rainer hat mich abgehängt. Oh, das kommt sehr selten vor. Nächste Pausebank. Gibt's einen heißen Kakao. Und ein bisschen Nahrung. Wir fahren ja wirklich zum Römerturm, 2,3 Kilometer. Aha. So, dass der irgendwo in Kirchberg steht. Du, da habe ich auch gerade dran gedacht. Ja, wie gehen wir weiter? Geradeaus, noch 3,6 Kilometer. Ja, genau, ja. Guck mal, der Jakobsweg läuft auch hier vorbei. Cool. Da ist noch eine Brücke, wo führt die hin? Ah, die Brücke führt zum Jakobsweg. Guck mal, Schatz, da unten auf der Wiese war früher mal ein Schwimmbad. Zwischen 1936 und 64. Richtig. Ja. Da habe ich, glaube ich, irgendwas mal davon gelesen. Nur, so hat das früher ausgesehen. Das ist Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Bis 1965 gab es hier noch eine Mühle. Mhm. Die Eichenmühle, ne? Ja. Okay, packen wir es weiter. Hm? Bist du bereit? Nein, ich muss erst lesen. Bildung nennt sich das. Bilden, bilden. Ah, okay. Dann bilde dich mal. Auf 3,6 Kilometer bin ich halt. Ja, baue mich ein bisschen auf. Was? Baue mich ein bisschen auf. Ja. Hm. Hier geht es in Serpentinen hoch. Aha. Guck nicht so hier mal ich. Ich fühle mich doch hier. Ich fühle mich doch hier mal ich. Oh, da oben sind wieder drin. Ja, die Felsformation, die sieht auch gut aus, gell? Ich habe gerade Fotos gemacht. Aha.
Ja. Hier ist noch ein Ausblick auf das Eisenbahnviadukt im Pirbachtal. Das sah früher so aus. Ja, warte, Eli. Toll. So, nach einer Rast geht es weiter. Auf schmalen Faden. Das sieht doch gut aus. So. Da kommt jetzt der Tanja schon. Jawohl. Und da geht es wieder richtig steil nach unten. Schatz? Ja? Hier kannst du wieder Hase halb machen. Nee, das bist du. Du warst Hase halb. Ja, bis du Waldmaus schaffst du es aber auch noch. Und zwar sind wir hier bei der Sprunggrube. Waldweit springen. Okay. Ja, das, was gibt es dann hier alles? Feldhase. Oh, das Wildschwein guckt gleich hier rein. 80 cm springt eine Waldmaus. Das Eichhörnchen 1,50 Meter. Was hast du gesagt, Schatz? Guck mal, wie weit der Schweinchen springen kann. Bis daher. Das ist schon eine Ecke, ne? 4 Meter. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Oh oh. Willst du nicht noch springen? Mir ist heute nicht zum Springen zumute. Gut, okay. Dann guck ich mal, wie weit ich komme. Ich lache mich jetzt schon kaputt. Ob ich bis zum Eisschweinchen komme? Oh nein! Oh ja, alles gut, das war glaube ich. Was war das? Der allererste? Der allererste. Nee, ich bin bis zur Waldmaus gekommen. Aha, kann ich doch gleich gesagt. Bis zur Waldmaus schafft es. Und 100 Meter hinter dem Weitsprung im Wald überqueren wir jetzt noch eine Straße. Dem Viadukt kommen wir mal ein bisschen näher. Huschen wir mal rüber. Schatz, immer schön rechts, links gucken, ne? Ja. Och, mein jämmerliches Geschöpf. Mir ist nicht gut heute. Och, nö. Jetzt laufen wir hier an einem schönen Bächlein vorbei. Pauseplatz das nächste und hier noch mit einem Sportgerät oder was soll das sein? Keine Ahnung, da muss ich gleich mal probieren, was das da ist. Weißt du, was das sein soll? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich sehe auch keinen Sinn drin. Ich muss nicht alles verstehen. Bist du drauf? Sicher dich? Ich sehe mich nicht. Ach doch, du bist doch, da bin ich. Hallo. Heute mit am Start, darf ich vorstellen, null Bock, Rainer und keine Ahnung. Und Tanja. Ja, mein Schatz. Ja, mein Schatz. Kuss. Weiter geht's. Ich bin noch so kaputt, um zu widersprechen. Kreuzung, mitten im Wald. Und was machen wir? Wir gehen einfach drüber. Und wenn's mal schief läuft, dann läuft alles schief. Tanja wollte euch ihre neue Errungenschaft, heiße Wiener aus der Thermoskanne, vorstellen. Aber leider, Rainer hatte die Kamera auf Zeitraffer stehen. Ja, jetzt verdoppelt. So, immer müssen wir hier so. Ein bisschen zuhören. So, zweimal. Jetzt müsste ein bisschen größer sein, zum. Ja, kontrollieren wir, daher mal die Durchfälle ist. So, jetzt haben wir es geschafft. Wow, 6 Kilometer. Was für eine Leistung.
Bin stolz auf uns. Ja, ich auch. Oh, haben wir mir langs freien. Ja, es reicht eigentlich. Das kommt da unten, ist eine schöne Hütte. Da haben wir noch ein bisschen Sonne. Dann machen wir noch ein kurzes Fazit und dann, ja, jetzt werden wir wieder. Mhm. Bist du genau. Wohin? Irgendwohin geht's schon gehen. So, Kleines. Fazit. Ich würde sagen, für einen Sonntagnachmittagsspaziergang nicht schlecht. Highlights waren nicht so sehr viele. Eigentlich gar nichts, außer tolle Ausblicke. Ja gut, man hat eine schöne Landschaft gehabt. Was willst du jetzt aber mehr? Ja, genau. Besser. Zehntausender und wilde Schluchten und tiefe Wasserfälle haben wir jetzt nicht gesehen. Nee. Aber das haben wir vorher gewusst. Also ich, mir hat es gut gefallen. Wetter haben wir auch gehabt. Wir waren noch viel auf den Wiesen gewesen und das war schön. Felder, da haben wir, ne, freie Felder, da haben wir jetzt Licht gehabt und die Sonne haben wir keine Tanke. Ja, schön wäre es gewesen. Ja, wenn es mir geht, ein bisschen besser gehen, aber ich kriege die Freck irgendwie schon seit 3-4 Wochen. Da geht es ein Hoch und Runter, ist das immer. Ich weiß es auch nicht. Ja, und dann noch der Kampf mit der blöden Osmo-Ewe, ne, am Anfang. Ja, ja. Naja, wir müssen gucken. Alles klar. Kann ja nicht alles falsch sein, was wir machen mit dem Ding, oder? Ja, ich weiß es ja auch nicht. So, da schauen wir mal der Hemd an, was wir da jetzt auch zu Wege gebracht haben. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Ihr seht das da jetzt, oder? Wir haben es in die Tonne geschmissen. Aber das wissen wir selber noch nicht. Nee. Tschüss, eure Tanja und Rainer. Ja, tschüssi. Bleibt gesund.